So Freunde, wir haben jetzt den 16.06.2021, es ist 12:30 nachts und ja, Sebastian ist bei mir. In Hannover. Jo, in Hannover und wir werden jetzt nach NRW fahren zum Banja, werden da pennen, also der wohnt der halt... Der aber nicht zu Hause ist. Jo, das kann auch, der ist nicht zu Hause, aber wir werden bei Banja pennen, also da Euskirchen die Ecke, Bad Münstereifel. Und dann morgen weiter Richtung Frankreich fahren. Da erwartet uns eine erste schöne Lage. Und ja, dann geht es die nächsten Tage weiter. Also es ist aktuell Morgenchasing, also am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag, am Samstag, am Sonntag, am Montag und am Dienstag, so wie es aussieht. Gaga easy. So, kleines Lager-Update. Wir sind jetzt hier immer noch in Deutschland. Wir haben es jetzt 12.30 Uhr, sind auf dem Weg Richtung Belgien und dann... auch noch nach Luxemburg, wir wollen da kurz tanken, ist halt einfach günstig. Und dann geht's nach Frankreich. Wir haben jetzt hier eben gerade noch schnell so einen Corona-Schnelltest gemacht, brauchen wir einfach für die Grenze. Negativ. Ja, negativ natürlich. Ja, ich habe meinen gestern schon gemacht, auch negativ natürlich. Jo, und dann hoffen wir, dass... Meine Einstellung, negativ. Ja, dann hoffen wir, dass heute Abend tatsächlich ja, doch ein paar geile Zellen unterwegs sein werden. Ich denke mal so Paris die Ecke. Bedingungen so dynamiktechnisch sind ganz okay. Müssen einfach gucken, ob das auch mit der Hebung und mit dem Cape alles da vernünftig überlappt. Da gibt es noch ein paar Unsicherheiten. Aber nichtsdestotrotz, wir sind jetzt eh schon irgendwie nach Euskirchen gefahren oder in Bad Münstereifel haben da jetzt gepennt. Und ja, jetzt irgendwie dazu sagen, wir fahren jetzt doch nicht, weil da zu große Unsicherheiten sind, bringt halt auch nichts. Ne? Ja, wir melden uns dann später wieder, wenn es hier was Geiles zu sehen gibt. Jo, was ich euch noch gar nicht gezeigt habe, den mega geilen Aufkleber hier auf Sebastians Karre und natürlich auch nochmal auf der Seite. Und, sehen wir heute noch was? Okay, Sebastian ist optimistisch. Jo, kleines Lager-Update. Wir sind jetzt in Paris, so gut wie in Paris. Vor uns haben ein paar kleine Zellen ausgelöst, sind allerdings nicht elektrisch. Wir reden uns das jetzt schön und sagen, das ist super, um die untere Schicht der Troposphäre ein bisschen anzufeuchten. Weil die Taupunkte sind jetzt mit 15 bis 16 noch nicht besonders hoch. Und ich denke mal, eine Zutat, warum es bis jetzt noch nicht ausgelöst hat, ist auf jeden Fall die fehlende Feuchte. Ja. Wir müssen gleich auf jeden Fall durch den Feierabendverkehr in Paris. Was sagt das Navi? Wie viel Verzögerung haben wir hier? 50 Minuten. Ja, 50 Minuten stehen wir gleich im Stau. Ja. Hast du gesehen? Ja. Alter, Hebel, das darf man in Deutschland gar nicht. Ja. Jo, wir sind jetzt aktuell unter Paris im Tunnel und es ist einfach der Megastau. Alter, ich mache die legendärsten Aufnahmen. Mhm. Oh Gott, pass auf. Ja. Das war ich auch nicht gucken kann, Alter. Das fuckt mich ab, so keine Spuren mehr, nichts, ne? Jo. Duschtechnisch. Ich würde 22 in eine Dusche aufgeben. So Leute, also... Yeah. Sebastian ist gerade etwas verzweifelt. Ja, pass mal meinen Arm an. Also folgende Situation. Wir stehen jetzt hier ganz knapp westlich von Paris und ja, also gut, der Sonnenuntergang. Der könnte aber gut werden. Könnte gut werden, ne? Jo. Wir stehen hier westlich von Paris, es ist unfassbar warm, wir haben 28 Grad und es ist extremst feucht, wirklich richtig feucht. Also wir sind halt, also wir ölen wie Scheiße, wirklich. Ja gut, das... Alter,
Das wird gestrikt. Jo, ey, ich werde zwar pixeln, aber Alter, wir sind wirklich richtig irgendwie fertig. Jo. Auf jeden Fall, wir sind gerade am Überlegen, weil hier gerade wirklich nichts geht, abgesehen vom Sonnenuntergang, ob wir jetzt erstmal ein Hotel nehmen und für potenzielle Nachtgewitter einfach bereit sein werden. Oder ob man jetzt hier halt wartet und im Auto halt versucht, ein Auge zuzutun. Aber es ist halt, also man ist wirklich so nass geschwitzt und es ist alles so klamm und bah. Also Leute, es ist wirklich richtig heftig hier gerade. Letzter Preis. Wie geht's dir? Ich schwitze. Jo, ich hab auch ein bisschen auch. Kopfschmerzen halt auch, ne? Jo, hab ich auch. Und mich stört meine Allergie. Nicht, das sagst du. Nein. Mich stört deine Allergie auch. Das zieht mich mit runter. Mich zieht's auch runter. Es zieht mich so nicht mit runter, dass also, du die ganze Zeit... Ja, aber dadurch habe ich ja die Kopfschmerzen. Jo. Hier vorne halt drin, weil ich die ganze Zeit am Niesen bin und da hochziehen. Scheiße. Jo. Sie haben die letzte verfügbare Unterkunft auf unserer Seite ausgewählt. Ach, das schreiben die doch immer. Ja, ich weiß. Das ist doch einfach nur so ein... Buche sie jetzt in den nächsten 10 Sekunden. Ja. Ja. Also, wir halten euch nach wie vor aus dem Laufenden. Wir wissen noch nicht, ob wir das Hotel nehmen, aber ganz ehrlich, mein Körper schreit eigentlich nach einer Dusche. Aber ob die jetzt mir wirklich 22 Euro wert ist? Und Schlaf. Ja, gut. Aber guck mal, bis der Sonnenuntergang jetzt da ist, auch noch eine Stunde vergangen. Wir müssen ja auch ein bisschen, weil wir müssen ja morgen auch wieder chasen. Es geht ja jetzt nicht nur darum, über meinen Arm redet. Es geht ja jetzt nicht nur darum, zu duschen. Red schneller, Alter, habe ich keine. Sondern es geht auch darum, Schlaf zu kriegen und wieder seinen Akku aufzuladen. Ja, deshalb würde ich ja jetzt am liebsten schlafen. Also jetzt in dieser Sekunde. Ich kann jetzt nicht schlafen. Du kannst schlafen, dann bist du wenigstens fit. Dann ist wenigstens einer. Dann erzähle ich dir morgen was von den Gewittern. Ach, ja. So, es war's erstmal. Nee, lass das so eng. Für mich das wichtig. Warum? Bin ich jetzt schon drauf? Nein, ich muss ja noch einstellen gerade. Ach Leute, der Fokus ist schnell eigentlich. Sobald du mich filmst. Warum ist denn das schwarz? Hä? So, Freunde der Nacht. Wir hatten jetzt hier in einem Hotel eingecheckt. Also sind auch immer noch drinne. Von Süden kommen jetzt aber ein paar Gewitter ran. Gezogen und blitzen halt ab und zu. Wir fahren jetzt mal kurz raus aufs Feld und schauen mal, dass wir ein paar Blitze zumindest jetzt mitnehmen, weil die Lage gestern war ja dann doch für uns hier ein Flop. Für Paris die Ecke ist aber eine gute Ausgangslage, wie gesagt, für nachher. Schon wieder geblitzt, nice. Ja. Also auf jeden Fall, da blitzt es ab und zu. Und wir fahren jetzt aufs Feld und gucken mal, dass wir da ein paar Impressionen vernünftig einfangen können. Der Posi war, Alter. Alter, Leute, hier hat es gerade so ein Posi rausgehauen, ne? Alter. Ja, Leute, das sieht doch hier mal ganz nice aus. Wir stehen jetzt hier... Oh, lol. Wir stehen jetzt hier östlich von unserem Hotel und westlich von Paris. Und hier kommt auf jeden Fall strukturtechnisch was Nices angezogen. Das kann man nicht anders sagen. Ist leider mit Vorauslöse hier die ganze Zeit. Wir haben mit Vorauslöse zu kämpfen. Das erpisst es die ganze Zeit, was etwas verdrießlich ist. Aber wir haben gerade so einen minimalen trockenen Moment. Den werden wir jetzt mal hier ein bisschen ausnutzen. Ah, wie es hier aber schon Struktur hat, ne? Jo. Alter Schwede, wie man es im Dunkeln sieht. Ja. Ja, rechts sieht geil aus. Rauscht halt wie Drecksau, ey. Blitz doch mal! Vorhin so viele Erdblitze, ne? Ja, sieht auch so ein bisschen auslaufend aus gerade. Ja. Ja, ist nicht mehr so.
Jo, die Front hat uns gerade eingeholt. Blitzt noch ganz gut. Läuft jetzt wahrscheinlich ein bisschen aus. Also man sieht ja, die Front ist halt... Boah, nice. Die Front ist halt in diesem Bereich hier vorne schon. Und der Niederschlagskern kommt hier gleich. Alter, das ist mit ISO 16000 auch teilweise echt überbelichtet, soweit es blitzt. Warum? Viererblende geht jetzt nicht weiter runter. Mach mal klar. Mach doch weiter runter, dann hast du noch mehr Licht. Schöner Donner. Ja, ganz schön. Wir haben ja das Seitenfenster hier. Wegen Trocknen. Ja, gut. Das Sound übrigens nice ist so Regentropfen plus Donner. Ja. Oh, jetzt blitzt es doch schon ganz gut, ne? Es hat eine gute Blitzrate eigentlich. Ja, aber keine Erdblitze mehr, wie es am Anfang da war, ne? Ja gut, aber also ich glaube Erdblitze sind dabei, nur der Niederschlag ist halt davor, der ist ja auch nicht ganz unerheblich, ne? Jo. Ja, also ist schon, also ist auf jeden Fall gut von der Position so, ne? Kriege ich auf jeden Fall keinen Regen ab. Kann ich gut filmen. Jo. Alter. Was kann denn Erdblitz gewesen sein? Alter, wie weit vorlaufend die Front jetzt schon ist. Ne? Hat sich komplett abgelöst, ey. Jo. Schade. Ich hoffe, ich habe wenigstens die Sintflut ausgebrochen ist. Ja, wir hatten jetzt halt auch noch eine geile Lightshow. Wir hatten vorhin auch ein bisschen Struktur. Fahren jetzt auf jeden Fall erstmal wieder zurück ins Hotel. Ins Headquarter. Estofix hat gerade Level 2 für morgen rausgehauen. Zumindest haben wir es jetzt gerade gefunden. Und ja, sieht ganz gut aus. Also wie gesagt, hier blitzt es halt immer mal wieder. Aber es regnet halt auch, wie man unschwer erkennen kann. Und deshalb sind jetzt Aufnahmen halt wirklich schwer. Und ja, wir schlafen dann lieber noch ein bisschen und sind für morgen fit.